Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV 11 Nachschuss. Unsere Elf ist heute an die südliche Weinstraße gereist, wo man auf den CFR Pforzheim zum ersten Testspiel traf, das man mit 6:0 gewonnen hat. Was Spieler und Trainer zum Spiel zu sagen haben, weiß Till Hust. Kalle, heute stelle ich einfach mal eine Behauptung auf. 6:0 im ersten Spiel in 2018, das ist schon ein Stand nach Maß, oder? Ja, es ging ja darum, dass wir uns wirklich engagiert zeigen auf dem Platz. Es ging darum, dass wir die ein oder andere Situation bei der eigenen Spieleröffnung sauber spielen. Das haben wir, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Vom Engagement her, logischerweise, gibt's keine Abstriche zu machen heute. Und dann haben wir eine Oberligamannschaft mit 6:0 besiegt. Das ist nach einer Trainingswoche ohne freien Tag, logischerweise, mit Doppeltrainingseinheiten ist das vernünftig gewesen. Gab es heute irgendwas, was dir besonders positiv aufgefallen ist? So im Zusammenspiel, im Abspiel, vielleicht in der Vorwärtsbewegung? Ja, dass wir haben heute mit einer klaren Spitze gespielt und mit zwei Offensiven dahinter. Und da fand ich, war die Raumaufteilung für das erste Spiel sehr, sehr gut über weite Strecken. Man kann immer was finden, was nicht so gut war. Ja, wir haben, das muss man fairerweise sagen, zwei, drei Sachen zugelassen. Muss nicht unbedingt sein, aber man hat gesehen, dass die Mannschaft gewillt ist, viele Dinge umzusetzen und sie mit einem großen Engagement dabei war und die Fehlerquote ganz, ganz lange auch sehr, sehr gering gewesen ist. Es gibt einen Neuzugang zu integrieren, aber auch junge Spieler. Wie fällt das Fazit dahingehend bisher aus? Ja, auch was Luca Blass, Moritz Koch und Aldin Skenderovic anbetrifft, haben sie sich jetzt in der ersten Woche sehr, sehr gut eingeführt. Im Training ist das nicht ganz so schwer. Heute im Spiel hat man dann schon die eine oder andere Situation gesehen, wo es noch ein paar Anpassungsprobleme gibt. Aber das wird sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Vorbereitung ganz, ganz sicher legen. Und jetzt nächstes Wochenende direkt zwei Testspiele. Ist das auch nochmal irgendwie wichtig, um das Tempo so hochzufahren und hochzuhalten? Ja, zwei Testspiele aus dem Grund auch, dass dann auch wirklich jeder die Gelegenheit hat, nicht nur immer 30 oder 45 Minuten zu spielen, sondern dass auch viele Spieler dann in der Vorbereitung über 90 Minuten gehen können. Und dann zieht man nach den 6 Vorbereitungsspielen einen Strich drunter und schaut, was dann am ersten Spieltag die bestmöglichste Variante ist im ersten Punktspiel. Und vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dann auch eine gute und starke zweite Reihe haben. Wichtig ist ja auch immer nach der Winterpause irgendwie von der Fitness her, schön zurückzukommen, positiv zurückzukommen. Hast du das Gefühl, die Mannschaft ist da voll im Soll? Ja, voll im Soll wäre ja, das wäre ja über... Zumindest, dass du gut trainiert hast, auch in der Winterpause? Ja, wir haben am Montag unsere Leistungsdiagnostik gemacht und das kann man ja mal sagen, mit den Ergebnissen war ich sehr, sehr zufrieden. Das war ich sogar positiv überrascht. Ja. Und von daher hat man gesehen, dass die Jungs ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und trotzdem gibt es auch da in der Erholungsfähigkeit noch den einen oder anderen Schritt nach vorn zu machen. Aber dafür ist dann auch eine Vorbereitung da, obwohl sie jetzt mit 4 Wochen nicht so lang ausfällt. Es bleiben ja noch ein paar Wochen, wir sind gespannt. Vielen Dank. Ja, Julius, ich muss dir gratulieren. Das erste Tor 2018 geht auf deine Kappe. 6:0 gegen Pforzheim, zufrieden mit dem Test? Ja, kann man sagen, ja. War eine gute erste Halbzeit. Die zweite war auch solide. Ja. Wäre vielleicht noch das ein oder andere Tor möglich gewesen. Aber ich glaube, wir können zufrieden sein. Ein guter Auftakt ins Jahr 2018. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass es weitergeht. So, ja. Zählt in so einem Spiel eher das Ergebnis oder dass einfach die Abläufe insgesamt eintrainiert werden und einstudiert werden? Natürlich geht es um die Abläufe. Aber es ist immer gut, wenn man ein positives Ergebnis hat. Und 6:0 ist, glaube ich, ganz gut. Ja, das eine oder andere hat schon ganz gut funktioniert. Ja, wir haben ein bisschen was probiert und das werden wir auch die nächsten Spiele machen und dann hoffentlich gut in die Saison reinstarten. Wie hat für dich die Winterpause ausgesehen und jetzt auch die erste Trainingswoche mit der Mannschaft? Ja, die Winterpause war mal entspannt zum Runterkommen, ein bisschen bei der Familie zu Hause entspannt und jetzt sind wir wieder reingestartet, haben gut trainiert die Woche. Ja, und ich freue mich jetzt schon auf die Saison. Blickst du auf die kommenden Testspiele? Jetzt gibt es ja auch Wochenenden, wo gleich zwei Testspiele stattfinden wie am kommenden. Ja, die Spiele sind ganz wichtig für uns jetzt, dass wir unser Selbstvertrauen holen und dass die Abläufe alle passen. Und das sind einige Spiele, die wir erfolgreich noch bestreiten können in der Vorbereitung. Das werden wir machen und dann mit einem guten Gefühl in die Saison reingehen. Freust du dich auf die Rückrunde? Auf jeden Fall, ja, natürlich. Die Pause war eh nicht so lang. Vorbereitung ist auch relativ kurz und ich freue mich schon drauf. Ja. Vielen Dank. Danke.
Ja, Flo, herzlich willkommen im Jahr 2018. Das erste Testspiel ist vorbei. 6:0 klingt erstmal solide. War ein schönes Testspiel. Bist du zufrieden mit dem Ablauf? Ja, also bin auf jeden Fall zufrieden. Vor allem natürlich mit dem Ergebnis. Sind wir ganz gut reingekommen. Gegner, der hat es aber auch nicht schlecht gemacht. Darf man nicht vergessen, wir sind dann mit zwei Standardtoren oder durch zwei Standardtore dann in Führung gegangen, war, glaube ich, wichtig für uns. Und dann, wenn man so ein bisschen dann drin ist, mit dem 2-0 im Rücken, dann haben wir auch spielerisch ein paar schöne Tore rausgespielt und können wir insgesamt zufrieden sein, ja. Gibt es irgendwas Spezielles, was man sich als Team vornimmt in solchen Spielen? Ja, schon die Dinge, die der Trainer vorgibt, was man intern bespricht, was man die Trainingswoche über trainiert hat. Und natürlich ist, man weiß ja, Vorbereitung ist jetzt nicht immer wichtig, oder dass man jetzt sagt, so, wir müssen heute 6-0 gewinnen, aber ich glaube, für uns ist auch gut, dass wir in die Spiele, in jedes Spiel reingehen und sagen, und so war es auch vorgegeben, dass wir die Vorbereitungsspiele auch gewinnen wollen, und das haben wir gemacht, und also es nimmt man sich schon vor, dass man die Vorbereitungsspiele gewinnen will, auch wenn es natürlich kein Muss ist, ja, aber wir trainieren, bereiten uns vor und dann wollen wir die Spiele am Wochenende auch gewinnen. Eine Vorbereitungswoche liegt nun hinter euch. Wie blickst du auf die Woche zurück? Ja, war schon eine intensive Woche, aber ich denke, viele oder alle haben auch in der Pause einiges gemacht, weil ich denke, wir konnten gleich, sage ich mal, wirklich gut ins Training starten, auch intensiv, und so war es auch. Ein paar Läufe, viel Fußball spielen ist immer ganz gut, aber war auf jeden Fall intensiv. Aber jeder ist gut durchgekommen durch die Woche. Das war das Wichtigste, dass sich keiner verletzt hat, auch heute nicht. Und so kann es weitergehen. Es sind ja auch ein paar Junge jetzt dazugekommen. Wie hast du das Gefühl, sind die angekommen bei euch in der Mannschaft? Ja, echt super. Es war schon kurz vor der Winterpause, waren ja die meisten schon dabei, und da gab es auch gar keine Probleme, dass man die jetzt direkt aufnimmt und dass die gut integriert sind. Auch unser Neuzugang Aldin ist, glaube ich, ganz gut oder super aufgenommen worden. Hat es auch heute super gemacht, und ja, also gibt es keine Probleme. Du bist ja mittlerweile schon ein alter junger Hase bei der SV sozusagen. Ja, das ist komisch, ja. Aber also ich persönlich fühle mich nicht so. Aber ja, muss ich natürlich auch so annehmen, dass ich einer der, ja, ich sag mal, ich bin so Mittelklasse, ja. Also nicht so ganz alt und nicht so ganz jung, aber ja, mittendrin perfekt. Dann viel Erfolg heute ein. Danke. Ja, danke. Frank, vorne 6 Tore geschossen, hinten keins kassiert, das dürfte doch ein Tag nach deinem Geschmack sein, oder? Mit Sicherheit, das wünscht man sich als Torhüter eigentlich immer, dass man zu Null spielt. Aber ich denke, das Ergebnis heute ist eigentlich mehr zweitrangig gewesen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, so ein Spiel zu gewinnen und auch souverän zu gewinnen. Das haben wir heute gemacht, da haben wir die Pflicht erfüllt, und ja, da können wir jetzt weitermachen. Du hast dennoch auch in Halbzeit 1, wo du gespielt hast, 2-3 tolle Paraden gezeigt. Wie schwierig war es auch gegen die Pforzheimer, gerade auch vom Abschluss her teilweise? Ja gut, wir haben 1-2 Sachen zugelassen in der ersten Halbzeit, wo ich mich dann beweisen konnte. Einmal im 1-gegen-1, wo ich eine gute Distanz zum Schützen habe und dann reagiere und er nicht ganz an mir vorbeibringt, zum Glück. Ja, dass er in so Freundschaftsspielen auch Chancen zulässt für einen Gegner, ist normal. Und mich freut es in dem Sinne, weil ich konnte mich dann ein bisschen auszeichnen und gehe dann nicht beschäftigungslos nach Hause. Ansonsten durftest du das Spiel deiner Mannschaft von hinten verfolgen. Wie hast du es erlebt? Ja gut, wir haben allgemein jetzt nach dem Urlaub eine sehr, sehr gute Trainingswoche hinter uns. Und der Trainer hat uns ein paar Ideen mitgegeben, die wollten wir auch heute hier schon ein Stück weit versuchen umzusetzen. Was halt natürlich extremst wichtig war, jetzt heute einfach in Spielen wiederzukommen, nach der Winterpause die Spielpraxis wiederzuholen. Und da haben wir heute, wie gesagt, schon einen guten Job gemacht und denke ich dann auch letztendlich verdient 6-0 gewonnen. Kurzer Ausblick auf die restliche Vorbereitung und dann auch auf die bevorstehende Rückrunde. Na gut, es gilt jetzt weiterhin hart zu arbeiten, so wie wir es jetzt diese Woche gemacht haben. Da geht es jetzt nächste Woche weiterzumachen. Und ja, ich glaube, wir freuen uns alle, wenn es dann losgeht. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen und da steht noch ein bisschen Arbeit an. Und da werden wir alles geben, dass wir dann auch erfolgreich in die Saison starten. Vielen Dank.